Bitte nehmen Sie doch noch ein paar Minuten im Wartezimmer Platz, bis der Herr Doktor Sie in seine Humordination aufruft. Der nächste bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Herzlich willkommen in meiner Humorordination und ich sage gleich mal, Ihr Fernsehapparat, Ihr Videoscreen ist nicht kaputt. Ich schaue wirklich heute so aus. Heute ist nämlich Faschingsdienstag, also wenn Sie das sehen, ich bin nicht jeden Tag so gekleidet. Das heißt, ich werde mein Stethoskop einmal ablegen, meine einzigen medizinischen Insignien. Das macht viel besser. Es macht viel besser. Ja, herzlich willkommen in meiner Humorordination. Und Faschingsdienstag, wen kann man anders einladen als dich, liebe Nadja? Nein, sonst niemanden, Gott sei Dank. Sonst niemanden. Nur dich, wir kennen uns ja seit Jahren, deswegen normalerweise bin ich mein Patient nicht bei Sie, aber wir sind per Du. Du bist nicht nur eine, wenn nicht die bekannteste Kabarettistin des Landes. Ich habe ein bisschen natürlich recherchiert, dass ich nichts vergesse, was du alles gemacht hast, was du jetzt derzeit machst. Du bist auf allen Bühnen zu Hause. TV-Produktionen in Deutschland, in Österreich, die Wochenshow. Das war ein großer Durchbruch damals in Deutschland. Kooperation mit dem Günther Grünwald, die Freitagscomedy. Du machst Musik, erste CDs sind am Markt. Du spielst jahrelang ein tolles Kabarettprogramm nach dem anderen. Du bist Schauspielerin, jetzt in TV Serien zu Gast. Immer glaubt, ich mache viel, aber wenn ich so das anschaue, du machst noch wesentlich mehr. Also ein Multikulti-Multitalent, diese Nadja Malé. Erste Frage, Nadja Malé, Nadja Malech, Nadja Malé. Also wie spricht man dich aus? Weil ja, es ist ein arabischer Name. Mein Vater ist ja aus Syrien und das, also korrekt ausgesprochen heiße ich Malech. Malech, also Malech. Das heißt, aber damit also, die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen schreiben, wenn sie meinen Namen aussprechen, Malé. Ja, also Malé. Malé, Malé. Ja. Ich sage Nadja, das ist einfach. Das ist leider, ja. Da ist kein Ach drin, das passt. Bricht doch ein bisschen die Schweigepflicht. Ich darf das ja offiziell nicht, manchmal tue ich es ja schon, aber jetzt bist du dran. Du bist ja nicht als Kabarettistin auf die Welt gekommen. Du bist auf die Welt gekommen, sonst säßest du nicht hier. Wie ist alles gekommen? Erzähl ein bisschen was, so die Eckpfeiler deines Lebens. Also meine Mutter erzählt, dass ich immer schon Schauspielerin werden wollte. Ja. Also ab den ersten Schritten und seit ich reden konnte, habe ich gespielt, habe ich mich in meiner Fantasiewelt zu Hause gefühlt und wollte immer schon Schauspielerin werden. In der Volksschule habe ich den Clown Enrico gespielt. Alle waren Prinzessin und so ganz mit dem Pferdteil. Und ich war Clown, bin als Clown gegangen. Ja. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Das war für mich eigentlich immer klar, dass ich auf die Bühne will. Und in der Schule war ich in der Bühnenspielgruppe, dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht. Also Gott sei Dank hatte ich Eltern, die mir keine Steine in den Weg gelegt haben, die mich immer gelassen haben. Die haben auch wirklich von Anfang an gewusst, das ist das, was sie will, das lassen wir sie machen, alles andere geht eh nicht. Sie will nur das. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass ich immer die Unterstützung hatte. Und das heißt, du wolltest nie was anderes werden? Ich wollte nie was anderes werden, nein. Und du bist es auch geworden. Ja. Wie ging so der Weg jetzt? Also von ich werde das jetzt und also Schule hast du gemacht oder bist du nahtlos vom Kindergarten in die Schauspielschule gewesen? Ich bin auch erst 22. Und ja, erstaunlich, was ich alles gemacht habe. Ich habe mir die Daten angeschaut, dann müssen wir die noch ein bisschen korrigieren. Nein. Korrigieren. Nach oben. Ja, ich habe die Schauspielausbildung gemacht und ich habe mir natürlich vorgestellt, dass ich dann irgendwie, also Film, Fernsehen, internationale Karriere. Ich habe groß geträumt und es ist anders gekommen, aber es ist wahnsinnig schön gekommen. Ja, anders. Ich bin
Komikerin geworden und ich finde, das ist genau das, wofür ich hier bin. Im Nachhinein kann ich das jetzt wirklich sagen. Mhm. Ich habe davon geträumt, die Medea zu spielen und ich kann das ja alles noch spielen, aber auf meine Art und Weise, das Gretchen. Ich habe das nicht gewusst, dass es wirklich die Komik ist, mein Zuhause. Wann hast du die entdeckt? Wobei? Immer schon. Also als Mädchen schon habe ich nur wirklich im kleinsten Kreise meine Freundinnen unterhalten. Mein Vater ist Syrer und in der orientalischen Kultur wird sehr viel in der Familie gespielt, gesungen, vorgesungen. Das heißt, ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo ich immer vor meinen Verwandten performt habe schon. Das war für mich als Kind ganz normal. Mein Vater hat gesagt, oh, dann Nadja kann ein neues Lied. Und ich habe mich in die Mitte gestellt und habe, nein, 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 alle meine Enten auf Arabisch habe ich gelernt damals. Und das habe ich dann gesungen und so bin ich eigentlich schon früh in die Bühne eingeführt worden. Und, ja. Also ich habe wieder was gelernt, dass alle meine Entchen auf Arabisch gibt, war für mich auch neu. Aber ich glaube, das hat mein Vater mit mir gemeinsam übersetzt einfach. Toll, toll. Jetzt spielst du ja, eines deiner Markenzeichen ist ja, dass du verschiedene Rollen auf der Bühne spielst. Ja. Das wievielte Programm ist das aktuelle? Und das fünfte Programm? Wie heißt Hoppala. Hoppala, das passt ja super, also, so diese kleinen Pannen des Lebens. Hoppala! Ja, na, also ich weiß nicht, das ist ein großes Hoppala, das ist ja schon ein Hopp. Ein buntes Hoppala. Worum geht es in dem Programm? Ich nehme immer das als Thema, womit ich mich gerade selber beschäftige. Und ich habe mich mit Fehlerkultur beschäftigt. Was ist ein Fehler? Mhm. Wie gehen wir mit Fehlern um? Mhm. Und ich behaupte in meinem Programm, dass die Evolution eine Geschichte voller Hoppalas ist. Mhm. Und ich gehe dann quasi in großen Schritten durch die Geschichte der Menschheit mit erfundenen und mit wahren Hoppalas. Mhm. Sehr schön. Also aus dem Leben gegriffen, kann man sagen. Weil, teilweise aus dem Leben gegriffen, teilweise natürlich mit der Fantasie. Also der liebe Gott ist im Weltall spazieren gegangen und dann ist er wo draufgetreten, bang, Big Bang, Erde, hoppala. Die Erde war hoppala. Das erklärt so manches, wenn das man sich umschaut. Ja, das stimmt. Jetzt bist du viel unterwegs. Manchmal in wunderschönen Städten, manchmal auch in kleinen Dörfern, die dann auch tolle Theatersäle haben. Wie ist es so, wenn die Nadia Malé dann in ihr Hotelzimmer geht und dort ist niemand mehr und applaudiert niemand beim Zähneputzen und beim Zudecken und sagt, bravo Nadia, gut gemacht. Wie geht es einem dann, wenn man so weg ist und dann wirklich von dem tosenden Applaus in die Einsamkeit kommt? Ich weiß, da gibt es dieses Klischee, dass der Künstler die Tür zumacht und in ein tiefes Loch reinfällt, weil er sich alleine fühlt. Ich habe schon ein paar gehabt, die haben das erzählt, deswegen frage ich mal nach. Ja. Ich glaube, das ist auch bei manchen so. Bei mir ist es absolut nicht so, sondern es wirkt noch sozusagen, die Endorphine in mir wirken noch nach und ich bin total entspannt, aber so glücklich entspannt. Und ich bin jemand, ich mache unglaublich gern hinter mir die Tür zu und bin für mich und genieße Ruhe, Stille und Entspannung. Mhm. Also ich habe das Gott sei Dank überhaupt nicht. Sehr gut. Ja. Was ist für dich eigentlich Humor? Humor wird so manchmal für alles Mögliche verwendet. Definier mal für dich, was ist Humor? Also für mich persönlich überlebenswichtig, lebenswichtig. Humor hat immer zu tun mit einem Perspektivenwechsel. Mhm. Dazu braucht man eine Art kreativer Intelligenz, dass man eine neue Perspektive gegenüber einer Sache, einen Menschen gegenüber einnimmt. Und es hat auch zu tun mit einer Lust und einer Freude an Grenzüberschreitung. Mhm. Und eine Situation zu dehnen in die eine oder andere Richtung, ins Absurde, ins Unlogische, ins zu Große, zu Kleine. Ja. Warum ist etwas für dich lustig? Wenn du was siehst, denk mal, warum lachst du dann? Was ist so das? Weil es eben nicht der Norm entspricht, weil es aus dem Normalen rausfällt, ja, weil es sich abhebt von dem, was wir als normal empfinden. Ja. Wie kommt man immer wieder auf neue Pointen? Oder wo findest du die Pointen? Schreibst du sie selber? Oder denkst du, okay, Maxi, schreib mir bitte, ich brauche ein neues Programm in 2 Monaten, schreib mir die? Oder wie vielleicht ein paar Tipps, wie kommt man zu Pointen? Ja? Ja, das frage ich mich vor jedem Programm. Oh Gott, ein neues Programm, wie geht das? Also ich schreibe mal alles selber. Das konnte ich mir am Anfang meiner Karriere gar nicht vorstellen. Ich dachte, oh Gott, wer wird das schreiben? Wie wird das gehen? Und es geht. Wie gehst du das an? Ich habe zum Beispiel immer ein kleines Notizheft dabei und in dem Moment, wo mir was Lustiges einfällt oder ich etwas sehe, was mich inspiriert, muss ich es sofort aufschreiben, weil ich vergesse es sonst 2,5 Minuten später, ist es weg. Mhm. Ich suche einfach, also mein Hirn ist darauf programmiert, eben mit Situationen zu spielen und sie zu verändern und die Doppelbödigkeit oder eine neue Bedeutung oder irgendwas, eine Veränderung der Situation zu erarbeiten. Mhm. Und
Also ein Jahr vorher fange ich an, mich konkret mit einem Thema zu beschäftigen. Man muss ja auch schon, im Kabarett ist ja schon sehr weit im Voraus, muss man sagen, wie heißt das Programm, worum wird es ungefähr gehen. Mhm. Und dann setze ich mich ein halbes Jahr vor der Premiere hin und schreibe wirklich intensiv. Und das kann im täglichen Leben, egal was, egal wo, ich nehme alle Impulse auf. Mhm. Wie mache ich jetzt eine Pointe? Oh Gott, also ich würde einfach üben, einen Satz zu nehmen und den zweiten Teil in verschiedenen Arten, also den Satz fortzusetzen mit fünf verschiedenen Arten. Eine überraschende Wendung, eine blöde Wendung, eine unrealistische, eine übertriebene, etwas zu groß, zu klein machen, einmal kommt ein Tier vor. Also ich würde einfach üben, sozusagen, weil eine Point hat ja immer einen Aufbau, dass ich einen neutralen Aufbau nehme und dann versuche, in verschiedene Richtungen auszubrechen aus dem normalen Denken, also thinking out of the box. Jetzt hast du nicht nur Kabarett gespielt, du spielst Kabarett, du hast auch Musik gemacht. Ja. Da gibt es eine CD von dir, wie heißt die? Es gibt ja schon zwei. Die erste CD heißt CD Songs Volume 1 und die zweite CD heißt... Lass mich raten. Songs Volume 2. Ja, ist ja Wahnsinn, es ist Magie. Es ist einfach Magie zwischen uns. Ja. Ja, also ein sehr kreativer Titel, muss ich sagen, in der Kabarettistin, finde ich super. Und die gibt es noch käuflich zu erwerben? Absolut nicht, die ist nur für mich. Super. Natürlich, die kann man nach meinen Programmen. Schade, ich hätte sie dann gerne. Sie sehen sich vielleicht da oben eingeblendet. Ja, singen ist meine große Leidenschaft. Ja. Und also zeichnen. Ja, also ich sage ja, besser vom Leben gezeichnet als von Nadia Malé gemalt. Obwohl, ich könnte ein schönes Porträt von dir machen. Nein, das will ich gar nicht. Aber was? Das mache ich. Überarbeitend. Können Sie gleich mitersteigern mit diesem Anzug gemeinsam? Ja, für einen guten Zweck, sage ich mal, weil sonst, glaube ich, kauft das eh niemand. Was zeichnest du, was malst du? Ha, ich habe dir was mitgebracht. Oh. Ganz zufälligerweise. Und zwar... Normalerweise bringen die Patienten ihre Blutbefunde mit. Nadia bringt uns was anderes mit. Das ist auch ein Einblick in meine Psyche, kann man sagen. Ja. Ich habe ein Gutscheinbooklet gemacht. Das sind Gutscheine für ein gutes Leben. Deswegen heißen sie Gutscheine. Ja. Zum Beispiel ein Gutschein für eine Umarmung, mit oder ohne Bussi, kann man sich aussuchen. Ein Gutschein für einmal zuhören, ohne clevere Tipps zu geben. Das ist wirklich, wirklich schwer. Dann haben wir noch Gutschein für einen Fehler. Ist auch sehr beliebt. Super. Dann Gutschein für eine Teufelsaustreibung. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Gutschein für einmal deppert schauen. Ist sehr beliebt. Das ist wirklich, ich habe das nicht gedacht, aber dieser Gutschein ist sehr, sehr beliebt. Offenbar, Gutschein für einmal deppert schauen. Ja, haben viele eine Idee, wem sie das schenken möchten. Super. Also das ist mein Gutschein. Darf ich das gleich einmal auch in meinem Wartezimmer aufliegen lassen? Ich bin bitte darum. Also herrlich. Und Gutschein weiß fürs gute Leben, finde ich super. Von Nadia Malé im Eigenverlag produziert. Finde ich toll. Ich danke. Also kann ich sehr empfehlen. Was kostet so ein Fehlergutscheinbuch? Ein Fehlergutscheinbuch kostet 10 Euro. Das ist super. Für jeden, das ist super. Und ich spende immer 1 Euro pro verkauftem Stück an Ärzte ohne Grenzen. Also, das sind jetzt 20 Möglichkeiten oder Möglichkeit, dieses Buch wirklich zu kaufen. Dieses Büchlein, ganz toll. Aber gibt es, ich habe vorher gesagt, du bist die bekannteste, Gott sei Dank nicht die einzige Kabarettistin. Nein, warum gibt es immer noch aus meiner Sicht viel zu wenig Kabarettistinnen? Ja, aber ich denke, dass Humor einfach so gesellschaftlich gewachsen ein männlicher Wert ist. Frauenwerte sind Schönheit, verständnisvoll sein, Zartheit. Mhm. Ich glaube, kleine Mädchen werden dazu erzogen zu harmonisieren und nicht zu polarisieren. Mhm. Und auf der Bühne zu stehen und Kabarett zu machen, hat immer mit polarisieren, mit laut sein, mit im Vordergrund sein, mit sich hässlich machen, zum Beispiel durch Grimassen oder Kostüme, mit sozusagen sich reiben an gesellschaftlichen Themen. Und das sind eher gesellschaftlich gesehen, so war es zumindest immer, männliche Werte. Mhm. Und das ist, ja, deswegen ist es, glaube ich, wir haben noch keine, es hat noch keine Selbstverständlichkeit. Schade, aber du bist ein wunderschönes Beispiel, wie cool das zusammenpasst. Und alles, es gibt so tolle Kabarettisten, es gibt so tolle Kolleginnen und ich habe das Gefühl, jetzt kommen neue und junge Frauen nach. Das finde ich ganz toll. Politik und Humor, passt das für dich zusammen? Wenn nicht das, was sonst. Wie baust du persönlich Politik mit Humor in dein Programm? Baue ich auf jeden Fall ein. Also ich habe eine Meinung und ich lasse sie durchscheinen. Ich drücke sie nicht jemandem so bam aufs Auge, aber ich positioniere mich. Wir waren ja parallel, jeder auf einer anderen Insel, über die Ferientage zu Weihnachten in Thailand. Und du hast leider das Pech gehabt, eine Tropenkrankheit dort zu akquirieren, wie es so schön heißt. Und warst jetzt bis vor kurzem außer Gefecht. Ja. Und
über die Details wollen wir gar nicht plaudern, weil du hast erzählt, das war sehr, sehr unangenehm. Das war sehr schlimm. Ich habe die Freude gehabt, dich auch ein bisschen als Mediziner dazu begleiten, weil ich immer geschaut habe, weil ich dich wirklich da sehr gut kenne und weiß, das ist wirklich etwas, was dich sehr belastet hat. Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, und du musst sie auch nicht beantworten, aber wir sind unter uns. Hat man da, gerade wenn man das ganze Leben auf diese Einzelperson Nadia Male aufbaut, auch so Existenzängste? Was ist, wenn diese Krankheit viel länger dauert? Oder wie geht es einem da, wenn man so mal Zeit hat für sich, zu sagen, pff, das ist jetzt nicht ein Schnupfen, den ich da habe? Ich bin Gott sei Dank sehr gut eingebettet. Also die Veranstalter waren unglaublich entgegenkommend. Mhm. Und auch das Publikum, das nach Hause geschickt werden musste, war total verständnisvoll. Super. Weil ich kann wirklich nichts dafür. Mhm. Und im Gegenteil, ich habe sogar wirklich einige Messages bekommen, bleib lieber noch zu Hause, ja, nicht zu früh wieder arbeiten. Das heißt, es war unglaublicher Support auch da, was mich entlastet hat, weil es ist eh schon sehr schlimm gewesen. Ich hatte das Dengue-Fieber und ich hatte es in einer ordentlichen, ich habe es wirklich ordentlich ausgefasst. Aber das Ganze drumherum war so unterstützend, auch in meinem privaten Bereich, dass mir das wirklich Kraft gegeben hat. Also wahrscheinlich so ein bisschen jetzt mit dieser neuen Kraft wieder auf die Bühne. Du schaust ja blendend aus, muss ich sagen. Dankeschön, also, ich bin du jetzt hast wieder. Diese Ursache. Weißt du eigentlich, wer das genau war? Naja, es ist Folgendes. Ich habe ein Phantombild mitgebracht. Bitte, wovon? Von meine Damen und Herren, das hier ist das Fraßsackel, das mich gestochen hat. Zweckdienliche Hinweise, bitte an mich. Es wird Konsequenzen geben für das Viech. Ich sage es, wie es ist. Ich nenne es Konrad. Ich weiß, es heißt immer, dass nur Weibchen stechen, gell? Aber ich als Feministin, ich bestehe darauf, es ist Konrad gewesen. Also wer auch immer Konrad gesehen hat, ja, Hinweise an mich. Konrad, ich kragel die an. Ich sage es, wie es ist. Ja, also das, ich habe schon viel erlebt in meiner Nation, aber dass jetzt Mücken gesucht werden mit richterlichen Haftbefehl von der Nadia. Naja, ja, also du hast recht, sie hat, glaube ich, da viel kaputt gemacht und die Mücke, Konrad. Ja. Du spielst in deinem Kabarett unterschiedliche Rollen, ja, Figuren. Ja. Was ist deine Lieblingsfigur und wenn ich jetzt eine dieser Figuren einladen würde in meine Ordination, wie würde die reagieren? Was würde die sagen? Wen gibt es denn da so? Also es fällt mir sehr schwer, eine Lieblingsfigur zu nennen, weil es sind alles meine Babys, ich liebe sie alle. Aber was die Leute sich besonders merken, ist meine Figur Mandala. Mhm. Die ist, she is from India and my name is Mandala. I'm not sick. This is just, you know, a clown, a very funny clown. Come to India if you want to be free. Come to India if you want to be happy. Come to India if you want to get dengue fever. Ja. Die Mandala. Die Mandala. Ja. Wen hast du noch so, als die immer wieder vorkommt? Da ist eine alte Frau, Professor Hubert, die sagt, naja, schauen Sie, junger Mann, benutzen Sie Ihr Gehirn, sonst tut es wer anderer nicht. Und dann ist Tante Melanie, die ist voll, also du ist, sagen wir, voll schön da und sagen wir, ich habe voll, also ein Raumschiff, sag mal, ich habe eine Frage, ein Raumschiff, in dem, wo es nur Frauen sitzen, kann man sagen, das ist unbemannt? So, also ich habe lauter Glanzlichter. Ja, so total unterschiedlich. Ja, total das unterschiedlich. Ja, ja. Und die diskutieren auch miteinander, auch in deinem aktuellen Programm. Ja, absolut, ja. Ja. Warum glaubst du eigentlich, wird in unserer Zeit, wir kommen so langsam in die Endphase, so wenig gelacht? Vor 60 Jahren, wo es uns wahrlich viel, viel schlimmer ging, wurde dreimal so viel gelacht wie heute. Ist das so? Ja, gibt es gute Daten dazu. Wow. Und das macht mich als Humormensch, als Humorexperte natürlich sehr betroffen. Warum lachen wir in unserer Gesellschaft immer weniger? 85% aller Meldungen, die wir tagtäglich hören, sind negativ. Egal, ob wir sie sehen, hören, lesen. Ja. Oh, das erschreckt mich jetzt auch. Das habe ich nicht gewusst. Also, ich glaube, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, die generell Gefühle, die nicht so gut mit Gefühlen jeglicher Art umgehen kann. Also Gefühle werden gern mal verdrängt, weggedrückt und ein Gefühl zu haben, ist schon mal bedrohlich, weil man dann wie einen Kontrollverlust erlebt. Aber ja, ich glaube, das sind ganz stark, muss ich ganz ehrlich sagen, die Medien, die uns auch ein bisschen den Eindruck vermitteln, die Welt ist schlecht und ein gefährlicher Ort und fürchterlich. Mhm.
Und wenn man Nachrichten schaut, möchte man dann nachher wirklich sich die Pulsadern aufschneiden. Dabei ist die Welt so schön und so bunt und wir vergessen das. Es heißt jetzt einerseits wissenschaftlich, wir sehen immer das Negative, weil wir auf Lösungen programmiert sind, das Hirn. Das ist schön und gut. Aber ich glaube, das ist auch ganz viel der Einfluss von draußen, der uns sagt, boah, das ist eine ganz schwierige, schwierige Welt. Also ich würde mich freuen, wenn man, und da schaue ich in den Spiegel, weil ich bin selber manchmal, wo ich mir denke, Nadja, es sind 9 Sachen gut und eine Sache schlecht und du konzentrierst dich auf die eine. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja. Aber da muss man sich halt wirklich rauscoachen und da muss man einfach ehrlich gesagt nur wachsam und aufmerksam sein. Und ich bin sowieso dafür, dass es ein Bewusstseinscoaching in der Schule gibt, Super. Dass Kinder mit ihrem Bewusstsein sich verbinden einfach. Mhm. Und Achtsamkeitstraining, dass man achtsam durchs Leben geht, dann sieht man so wahnsinnig viel Schönes und auch Lustiges. Danke, Nadja. Wir sind noch nicht ganz fertig. Am Schluss, auf das freue ich mich besonders, gibt es den medizinischen Word Rap. Okay. Also so ein paar Fragen. Ich bitte um kurze, knackige Antworten. Mhm. Das ist deine Kamera jetzt. Und okay. Die erste Frage ist, dafür bin ich wirklich dankbar? Für liebe Menschen in meinem Leben. Wenn ich ins Hotel einchecke, dann schreibe ich in das Feld Beruf? Schauspielerin. SMS, WhatsApp oder Telefon? WhatsApp. Gänsehaut hatte ich zuletzt. Gänsehaut? Heute in der Früh habe ich eine Meditation gemacht und da habe ich... Ich kann nicht leben ohne? Luft. Angst habe ich vor? Luftlosigkeit. Angst habe ich vor? Angst habe ich vor Mücken. Auf der Bühne stehen würde ich am liebsten mit? Mit Freude. Eine Nacht verbringen würde ich am liebsten mit. Meine Mutti nennt mich... Nadja? Vegetarier sind für mich... Menschen wie ich und ich. Nicht für viel Geld würde ich... Wieder Fleisch essen. Für viel Geld würde ich... Möglicherweise Fisch essen. Nein, auch nicht. Für viel Geld würde ich viele schöne Sachen machen. Auch das klingt jetzt komisch. Für viel Geld würde ich Juhu schreien. Mein aktueller Lieblingswitz ist? Ich merke mir keine Witze. Ich merke mir nur, treffen sich eine 8 und eine 0, sagt die 0 zur 8. Hey, hübscher Gürtel. Ich kann doch nicht, weiß auch nicht. Ich bin der Einzige. Das Lachen vergeht mir bei? Bei Mücken, Blöden. Mein Ex-Freund sagt über mich? Sagt am besten gar nichts über mich, das bleibt alles im Trend. Geheimnisse habe ich vor? Allen? Meine letzte Lüge war? Wie geht's dir gut? Was ich gut gesagt habe? Wenn ich ein Mann wäre, dann? Wäre das komisch, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Muss aber auch toll sein. So für einen Tag wäre super. Wenn ich 10 Millionen im Lotto gewinnen würde, dann? Würde ich mich sehr freuen. Ich finde Geld super und man kann so Schönes damit bewegen. Das habe ich über die Liebe gelernt? Die Liebe an sich macht nicht blind, nur das ganze Drumherum, das macht blind. Bei meinem letzten Auftritt in meinem Leben verabschiede ich mich von meinem Publikum mit? Danke. Und auf meinem Grabstein wird dann einmal stehen? YOLO. Liebe Nadja, vielen, vielen Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht, dich in dieser Humorordination begrüßen zu dürfen und das ein oder andere von dir zu erfahren, was ich noch nicht wusste. Wunderschöne Sachen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, egal wo Sie uns sehen oder gehört haben. Dir wünsche ich toi toi toi, meide Orte, wo böse Mücken herumschwirren. Ich werde das und meide den Ort, wo viele nette Menschen sind. Denn ich glaube, das war ein Blödsinn jetzt. Ich fange nochmal an. Meide liebe Menschen und Mücken. Danke, Herr Doktor. Danke. Und meide vor allem keine Orte. Es wird besser. So, okay. Tja. Meide Orte. Wir sehen genügend.
Und ich wünsche dir viele, viele tolle tolle Möglichkeiten. Ich wünsche dir viele. Ich wünsche dir viele liebe Möglichkeiten. Bleiben Sie uns gewogen. Viel Spaß bei meiner nächsten Humorordination. Ich meide keine lieben Menschen. Ja, das sollst du auch nicht. Das ja, ist sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, meide böse Menschen, das wollte ich böse sagen. Genau. Menschen. Ja, gut. Viel Spaß. Bleib gesund. Liebe Menschen, wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gerade gesehen haben, dann liken Sie es, teilen Sie es, erzählen Sie Ihren kranken und gesunden Freunden davon. Lachen ist gesund.